Ja, hier bin ich im unteren Burgbereich. Festhalle. Ja. Ich glaube, ich gehe mal mit Hagrim alleine ein bisschen scouten. Oder? So wie dazu. Was ist da alles? Redrick Wächter, Berat Priester, Redrick Wächter. Nein. Ich glaube, wir verziehen uns erstmal wieder aus der Burg. Die ist nämlich genau, fast genauso schwierig wie der Tempel. Ganz ehrlich, was haben wir da noch außer der Hauptquest? Right. Vielleicht sollte ich. Naja, gut, ich kann mich jetzt erstmal zurückziehen. In die Stadt schlafen, Zeug verkaufen. Und könnte theoretisch dann wiederkommen. Vielleicht würde es ja was bringen, wenn ich mich als Priester verkleide. Wir haben ja die ganzen Priesterklamotten gefunden. Wer kauft uns das ja einer ab? Mit dem da können wir leider nicht reden. Aber hier war ja noch was an der Wand. Das an die Wand geschwirrte Blut erinnert vage an Buchstaben. Was auch immer hier früher stand, ist nun von einem karminroten Handabdruck verdeckt. Ah ja. Wow, das war jetzt knapp. Also raus aus diesem, aus dieser Kanalisation. I'm bleeding. Au. Raus aus dieser Kanalisation. Hoffentlich war das jetzt die letzte Falle. Ich hätte auch hier rumgehen können. So. Ausgang, sehr gut. So angeschlagen wie wir sind, ist ein Rückzug in die Stadt gar keine schlechte Idee. Und so voll wie meine Kiste wahrscheinlich ist, yep. Vor allem habe ich einen Haufen Roben dabei. Ich weiß nicht, ob ich durch die Roben vielleicht weniger auffallen würde. Das wäre eine schicke Spielmechanik. Oder ob ich es mir mittlerweile verscherzt habe. Vielleicht gehe ich wirklich erst einmal den Hauptquestweg weiter, in der Hoffnung, noch einen Charakter zu finden auf dem Weg dorthin. Dass wir wenigstens endlich mal 6 Leute sind. Also erstmal Goldtal. Ja, und Duvens beschwert sich, dass er müde ist. Wir gehen ja gleich schlafen, Duvens. Dazu müssen wir nur hier durch. Und einfach das Beste hoffen. So, hier wieder rein, eine Nacht schlafen. Und ich denke, dann werde ich wirklich mal
den Hauptquestweg weitergehen, weil die Burg ist nicht einfach und der Tempel ist zweimal nicht einfach. Hail and well met. Ein Zimmer. Also das würde meine Mechanik erhöhen und das meine Entschlossenheit. Dürrwalds Stolz. Nee, wir rasten einmal normal. Und ich glaube, ich habe mir wirklich mit dem Waldläufer eine der schwierigeren Klassen ausgesucht. Ich spiele ja nebenbei mit Bueno hier, dem Paladin. Der scheint etwas einfacher klarzukommen als Hagrim. So, Kit Nua. Ich brauche einen Tag dafür. Also darauf sollte ich wirklich immer achten. So, es ist keiner müde. Tagebuch wurde aktualisiert. Kate Noah ist von beeindruckender Größe, aber was? Aber das war es auch schon. Aber das war es auch schon. Die Burg ist im fürchterlichen Zustand. Aber wenn der alte Meerwald immer noch Herr dieses Ortes ist, dann werde ich ihn wahrscheinlich in der Burg finden. Oder diese Burg ist meine neue Festung. Kanna. Okay, du bist keine Frau. Doch bist du, aber nicht gerade eine Schöne. Gleich neben dem Weg nach Kaet Nua steht eine imposante Gestalt. Ein großer, untersetzter Mauer in einer abgenutzten Rüstung, der die Außenmauer der Burg hinaufspäht. Er hat ein kleines Stück Holzkohle in der Hand, mit dem er fieberhaft Notizen auf einem kleinen Stück Papier macht. Mehr als einmal muss er seine farbenfrohe Kappe davon abhalten, beim Hinaufschauen vom Kopf zu rutschen. Was machst du denn da drüben? Der Mann blickt zu dir herüber und blinzelt überrascht. Sein Gesicht lockert sich zu einem sehr breiten Grinsen und er winkt dir über das Pergament hinweg. Um ehrlich zu sein, verträge ich mir nur die Zeit. Ich bin schon zweimal um die Burg gegangen. Gleich da drüben wurden auf die Ziegelsteine ein paar Namen eingeritzt. Vermutlich Arbeiter und Steinmetze, die sich verewigen wollten. Mit liebevollem Gesichtsausdruck schaut er abermals die Mauer hoch. Kaet Nua ist eine gute Burg. 200 Jahre ist ihr Name alt. Und fast so lange war sie verlassen. Aber der wirklich interessante Teil ist in dort. Und ich habe nicht viel Glück in reaching the keep itself. I hoped to find the master of this place, a man by the name of Meerwald. But it seems that he either holds his privacy most dear, or else has been devoured by his house guests. Der wirklich interessante Teil ist aber da drin. Er deutet mit dem Stück Holzkohle auf die Tore. Und viel Glück beim Erreichen der Burg selbst hatte ich auch nicht. Ich hoffe, den Herrn dieses Ortes zu finden, einen Mann namens Meerwald, aber entweder liegt ihm seine Privatsphäre sehr am Herzen, oder er wurde von seinen Hausgästen verschlungen. Warum bist du nicht hineingegangen? Naja, es ist halt so, dass sich zwischen der Burg und mir viele gefährliche Kreaturen befinden. Versucht habe ich es natürlich, und ich wurde von finsteren Geistern vertrieben. Was willst du von Meerwald? To be less clever about it, a certain text. I've come in search of a great treasure, you see. Not gold or silver, but the Tanvi Oratoa. You might call it the Book of Virtues. It's a sacred text of Rauatai, but we possess only a small fragment of it. Wissen, er grinst. Oder mit einfachen Worten einen bestimmten Text. Ich bin auf der Suche nach einem großen Schatz hierher gekommen. Musst du wissen, kein Gold oder Silbern, sondern das Tanvi Orator. Man könnte es auch das Buch der Tugenden nennen. Es enthält heilige Texte von Rauatai, aber wir besitzen nur ein kleines Fragment davon. Ein Jahr war ich nach dem Rest auf der Suche und ich habe Beweise aufgedeckt, die mich glauben lassen, dass sich das Original gleich da drüben befindet, unterhalb der Burg. Ich möchte Meerwald fragen, was er darüber weiß. Und du, mein Freund, warum bist du hier? Also er nennt uns schon mal Freund, und auch wenn er ein komisches Grinsen hat, scheint er ja nicht so aggressiv zu sein, also können wir ihm vielleicht mal vertrauen. Anscheinend bin ich etwas, das meinen Wächter nennt, und Meerwald kann mir sagen, was das zu bedeuten hat. Watcher? You've spoken with spirits?
There are many questions I would ask if I could do the same. Ein Wächter? Er blickt mit unverhohlener Neugier an. Hast du mit den Geistern gesprochen? Wenn ich dasselbe könnte, hätte ich viele Fragen zu stellen. Naja, vielleicht können wir einander helfen. Das Gelände ist mit allerlei Biestern verseucht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Alleine wollte ich es nicht riskieren. Du aber scheinst mitfähig zu sein. Zusammen könnten wir es schaffen. Und dann können wir beide uns unsere Meerwaldfragen stellen. Ich bin nicht hier, um alte Reliquien auszugraben. Ah nee, lass uns gemeinsam. Lead on, my friend, and I will be at your heels. Ah, wait. Speaking of that, I ought to warn you first. Wondrous teeth, I nearly forgot. I have at times been followed. It began in Adir, and in Exometal they attacked outright. I believe they do not wish for me to find what I am looking for. Hervorragend. Geh voran, mein Freund. Ich werde dir auf dem Fuß folgen. Oh, Moment. Wo wir gerade dabei sind, ich sollte dich zuerst warnen. Bei Ondrans 10, das habe ich fast vergessen. Manchmal ist mir jemand gefolgt. Es begann in Edir und in Xamitil haben sie mich gleich angegriffen. Ich glaube, sie wollen nicht, dass ich finde, was ich suche. I say believe, but I have been told as much by one of my would-be assassins. I pay them little mind. Humorless swords in long robes. But it's why I bought the sword, you see. And it's only fair that you should know. Ich sage, ich glaube es, aber das hat mir ein meiner Möchtegern-Mörder. Ich sage, ich glaube es, aber das hat mir einer meiner Möchtegern-Mörder erzählt. Er schnaubt. Ich beachte sie kaum. Humorlose Kerle in langen Roben. Aber weißt du, aus diesem Grund habe ich das Schwert mitgebracht und es ist nur gerecht, dass du es auch erfährst. Was sind schon ein paar Mörder zwischen Freunden. I'm glad you're not discouraged. Come then. Who knows what we will find inside? Er lacht. Ich freue mich, dass du dich nicht entmutigen lässt. Also komm. Wer weiß, was wir im Inneren vorfinden. So, wir haben einen. Oh, bist du ein. Du bist ein Sänger. Und auf was bist du spezialisiert? Ein Feldlazarett. Sehr schön. Uralte Erinnerung. Beschwört eine uralte AG, durch die alle Verbündeten in Reichweite mit einer konstanten Regeneration der Ausdauer profitieren, während der Sänger zaubert. Cool. Fähigkeiten bis an die Zähne bewaffnet. Alle Inselarmoren erhalten ein zusätzliches Waffenset. Erzeugt eine gewaltige Explosion. Donnerrollen, aha. Schildkrachen, okay. Gucken wir einfach mal. Okay, das sind deine Phrasen. Feldlazarett und hier kannst du Zauber. Marsch ins Koma, nur im Kampf, modal. Beim Anblick ihrer Kameraden ergriff der Mut ihre Herzen. Gesegnet, bla bla bla, okay. Gesänge bearbeiten. Ah, das sind wohl die Gesänge. Das sind also... Sind das die Sachen hier oder... Nee, das ist Gesang A, Gesang B. Ermutigt Verbündete im Werk, wodurch sie seinen Bonus auf Tapferkeit und Willen erhalten, steigert die Bewegungsrate und den Reflex aller Verbündeten. Das finde ich gut. Kann ich hier vielleicht noch eine Phrase einfügen? Ja, kann ich. Ah, cool, ich kann auch noch hier oben so machen. Ah ja, ich kann ein ganz langes Lied draus machen. Dann füge noch mal hier was hinzu. So. Das heißt, ich habe Gesang 1 und Marsch der Kamoa. Ah ja, ich kann den Dingern also sogar Namen geben. Ja, hier oben. Also lassen wir den Gesang mal so. Mit was bist du bewaffnet? Mit einer Arkebuse. Extrem langsam gegenüber sehr langsam. Okay, und was bist deine Nahkampfwaffe? Ein guter Panzerbrecher. Kannst du auf den mal wechseln? Ich möchte mich mal kurz mit Hagrim deine Arkebuse ausprobieren. Also erstmal gucken. Ist zwar schwächer,
Aber die legen wir mal auf Waffenset 2. Ich möchte einfach mal wissen, wie sie funktioniert. Einfach so aus Jux. Du wirst ja mit deinem Panzerbrecher hoffentlich auch was ausrichten können, oder?